und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich bin gerade im Taschen- oder Tütchenfieber und habe euch jetzt hier noch eine weitere mitgebracht. Ihr findet natürlich auch noch alles Mögliche an Videos im Netz zu Taschen und Tütchen. Guckt euch die an, da gibt es garantiert noch viel mehr, als ich euch jetzt hier zeige. Heute möchte ich euch eine zeigen, die sag mal, unschönen Seiten auf der Rückseite hat. Man kann sie auch noch besser so reinsetzen. Zack. Habe ich jetzt gerade ein bisschen falsch gefaltet. So wollen wir das haben. Und vorne ist sie dann so. Das ist mein Prototyp. Auch diese Größe hier funktioniert schon wunderbar. So, ich brauche ein Falztool. Ich brauche, also das ist meine Innenseite, das soll meine Außenseite sein. Ich möchte wissen, wie groß das ist. Das ist 15. So, wenn ich jetzt 15 Stuhl durch 2 teilen würde, hätte ich 7,5. Alles schön. Das würde aber nicht für meine Falz reichen. Ne? Also ich könnte das jetzt zusammenklappen, aber ich hätte ganz gerne noch diese eine Falz, diese Klebekante da, dass das wirklich hübsch wird. Dementsprechend gehe ich nur auf 7. 7,5 ist zu wenig. Und 7. Ja, meine 7,2. 7,2 ist gut. Dann habe ich 6 mm gleich zum Überschlagen. So, eine Falz. Und ich gehe auch hier wieder auf 7,2. Moment, ich muss einmal kurz überlegen. Und jetzt hier auch auf 7,2 gehen. Dann habe ich meine Falz nicht. Das ist doof. Ich mache das anders. Also hier bin ich schon auf 7,2. Jetzt hätte ich mich nämlich fast selbst verarscht. Also. 7,2. So, 7,2 plus 7,2 sind 14,4, ne? So, hier 14,4. Weil sonst hätte ich nämlich meine Falzkante in der Mitte gehabt, die mir dann natürlich überhaupt nichts nützt, ihr wisst. So, wir haben jetzt hier 2 Kanten. Ich zeig's euch. Einmal die Mitte. Und wir haben dieses kleine, süße Falzkännchen. Schwupp, schwupp. Im Endeffekt wird das hier dann so zusammengepackt. Ihr seht's. Gebüsch? Na klar, ihr seid ja schlau. Ähnlich wie bei der Tasche, die ich als letztes gemacht habe, werde ich jetzt hier unten 2 cm mir hier abnehmen als Flap, also als Verschluss. Bei so einem starken Papier darf man auch gerne zweimal rübergehen mit dem Falzgerät. So, oben möchte ich tatsächlich wieder auf die 4 gehen. 4 cm als oberen Verschluss nehmen. Hier zweimal das Falz. So, jetzt haben wir die Linien. 2 hier, also oben unten, 2 senkrecht. Schwupp, da wird eine Tüte raus. So. Ups. Frechdachs. Welche möchte ich dann erhalten? Also, ich klappe diese Seite hier rüber und falze sie ein. Das heißt, das hier ist meine Rückseite. Also, meine Rückseite sei schon. Also, das kommt als Flap nach vorne. Und ich möchte, wie ihr ja ihr seht, den Flap nach hinten setzen zum Verschließen. Also, der kommt nach vorne und der hier kommt nach hinten. Das heißt, ich muss den, den und den wegschneiden, damit das hier was wird. Das ist auch der Moment, wo man Falztool mal zur Seite gehen darf. Und wir hier schwubbeldiwupp, schwubbeldiwupp. Das kleine Schnipselchen hier darf nämlich auch gehen. Das ist nämlich nur zum Zusammensetzen. Und auch diese Seite darf gehen. Ich habe Kleber am Finger. Sagt mir das da keiner. Schön zur Seite.
Ihr seht, wir haben Klebekante zu, zu, zu. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Das ist auch so ein bisschen schief gewickelt hier, mein Freund. So. Ich gehe einmal mit dem Eckenstanzel rum. Ziehe mir hier die Ecken ein bisschen schöner. Das hat schon mal funktioniert, sehr fein. Gut, warum soll ein Eckenstanzel auch nicht funktionieren? Jetzt haben wir natürlich hier noch keinen vernünftigen Eingriff, ne? Ich hier wieder meine Schablone und mein Pinseltuch. Mal gucken, welche Schablone nimmt man. Was macht Sinn? Und man muss natürlich jetzt schauen, dass es nach oben vernünftig ausgerichtet ist, also auf die Kante hier. Ich sehe die Linien von dem Tool. Das sehe ich hier unten. Dann lege ich es an, da komme ich aber nicht dran. Ich schiebe ein bisschen. Jo. Bisschen mit Augenmaß völlig in Ordnung. Wir sind ja hier nicht beim super feinen Kartenbasteln. Ich möchte hier einfach nur eine Verpackung für etwas, was ich verschenken möchte. Also diese Videos werdet ihr alle auch in der Rubrik Geschenk und Verpackung finden. Irgendwie so heißt das bei mir. So, jetzt haben wir unsere fertige Tüte. Also die fertig unverklebte Tüte. Genau. So, jetzt flappt drüber. Flappt hoch. Wir brauchen natürlich noch einen schönen Verschluss und natürlich. Wir sind hier mit Junk Journal unterwegs und möchten natürlich distressed Sachen haben. Distressed schöne Vintage-Kanten möchten wir haben. Und ich finde immer, das ist faszinierend, wie viel so ein Distressing an Tiefe bringt. Okay, diese Kante brauche ich jetzt nicht wirklich distressen, weil man sie nicht sieht. Trotzdem fühlt sich das komisch, eine Kante auszulassen. Wirklich. Das ist eine sehr große Überwindung. So. Jetzt sieht man natürlich hier auch die Innenseite. Cooles Ding, oder? So. Machen wir das genauso wie bei der anderen Tüte. Wir machen einen kleinen Steckverschluss, der auch noch distressed werden möchte. Ein bisschen Craft Paper. Wo ist mein kleines Ding? Da. Craft Paper. Gerade noch, ob ich ein bisschen schönes Bunt mit reinkriege. Ne, irgendwie nicht. Ja, machen wir so. Ich wollte es nämlich ein bisschen lebendig haben, diesen kleinen Punkt hier. Ja, ich weiß, Detailverliebtheit. Absolute Detailverliebtheit. Ihr habt vollkommen recht. Mit eurem Gekicher. Und diese Detailverliebtheit finde ich aber auch, man merkt es nicht aufs Eigenlob hier, sondern auch bei den ganzen anderen Junk-Journalern, mit denen ich so zusammen bastle und arbeite und von denen man dann nochmal Happy Mails bekommt. Man merkt die Liebe zum Detail, diese Detailverliebtheit. Und
Das ist sehr deutlich. Vor allen Dingen ist das wirklich in dieser Junk Journal Vintage Happy Mail Gruppe. Muss ich ja mal hier lobend erwähnen, Facebook-Gruppe. Happy Mail. Vintage only. Da kommt auch nicht jeder rein. Also, jetzt mal ganz blöd gesagt. Das macht Sinn, bei sowas mitzumachen, wenn man wirklich gerne und gut und fein und mit Herzblut Vintage bastelt. Dann macht das absolut Sinn und Spaß, in so einer Gruppe zu sein. Als Vintage-Neuling darf man gerne ein bisschen üben, weil das Ding ist, dass da Leute sind, die mit Herzblut und schon länger im Vintage basteln und untereinander Sachen tauschen, die wirklich mega schön, mega detailliert sind mit schon einiger Erfahrung. Das heißt nicht, dass du jetzt 2 Jahre lang basteln musst, bevor du sowas machen darfst. Sammel mal ein bisschen Erfahrung. Also, wenn du Spaß an solchen Gruppen hättest, bevor du da piepsachst, einfach mal so ein bisschen rumbasteln, mal gucken, was machen andere an Vintage, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Und dann kannst du in so einer Gruppe auf jeden Fall auch jede Menge Spaß haben. Ja, nur, die Gruppe soll ja auch Spaß haben. Das heißt, alle, die da jetzt drin rumbasteln, sind echte Vintage-Hasen. Sag ich jetzt mal so. Und wenn man dann Material und, sag ich mal, selbst, also vor allen Dingen auch die ganzen tollen selbstgebastelten Sachen tauscht, dann macht das sowas von Sinn, das auch zu können, was man tut, damit die anderen auch schöne Sachen bekommen. Ne? Man selbst freut sich über die mega tollen Sachen und möchte natürlich auch mega tolle Sachen verschenken. Ja, und so teilen wir die Freude und jeder hat was davon. Und ich finde auch, schöne Verpackungen gehören einfach zum Tauschen. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sticker-Tausch macht oder, weiß ich nicht, Eyelets mal dabei hat oder Verschlüsse oder. Was sagt ihr? Oh, wir sehen gar nichts. Oh, ist besser, ne? Sieht nur dunkel. Also, ein kleines Tütchen sieht von hier so aus, von da so. Hat Flap. Und kriegt jetzt hier noch einen kleinen Verschluss. Der ist allerdings ein bisschen tricky. Darf man nicht zu hoch anbringen, sonst kriegt man bei diesem festen Material den Flap nicht mehr auf. Und man muss natürlich schauen, dass man den vernünftig anbringt. Und möglichst mittig natürlich, ne? Ganz klarer Fall. So, jetzt kann ich hier 3 Stunden lang sitzen. Nein, Spaß beiseite. Ich stelle da gleich was Schweres drauf. Ich überlege nur gerade, was so punktgenau hier gerade passt. Meine Teetasse. So, ihr Lieben. Das war's mit diesem Video. Ihr habt jetzt die zweite Tasche von mir. Ich öffne sie jetzt nicht, weil sie sonst auseinanderfällt. Hier kriege ich jetzt hier ein Stückchen Teetasse von mir. Kräutertee. Selbstgebrauter Kräutertee. Das erklärt einiges, ne? So, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich schaue mal eben auf die Uhr. Ja, ich habe ziemlich genauso lange gebraucht wie für die erste Tasche. Und dementsprechend gibt es jetzt 2 Videos zu 2 verschiedenen Umschlagarten. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir nochmal, ob ihr auch sowas gebastelt habt. Und ja, ich freue mich, euch beim nächsten Video auch wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst in diesem Kino.